Der Globus war voll gekritzelt. Oh, na eben. Okay, schauen wir erstmal, dass wir den Lichtschalter finden. Das Grammophon konnte nur stummen Staub abspielen. I decided to accept her presence. After all, from all those weird things I had seen that night, she was the only one who hadn't tried to kill me. Oh, nicht schon wieder die Alte. This thing looked like it was reaching out from some fairy tale. The kind of stories in which kids get devoured by some witch in a dark forest. Haben wir hier vielleicht irgendwo? Haben wir vielleicht irgendwo mal einen Schalter, Mensch? William hieß er. William Vespers Tagebuch, Auszug 12. Okay, ich glaube, es gibt zwei Frauen. Einmal die Margaret, die wohl die Böse ist, und dann die Mutter. Kann das sein? Vielleicht ist Margaret bloß die Stiefmutter oder sowas. 6. Februar 32. Ich habe schon viele Bars besucht, doch das Smoke and Mirrors ist wie auf mich zugeschnitten. Die Leute dort sind still, beinahe melancholisch. Sie halten inne im Strudel ihres Zigarettenrauchs wie verurteilte, verzweifelte Opfer, die von der Krise in die Dunkelheit getrieben wurden. Ob schon die Bar ein eleganter Ort ist, schreckt sie das nicht ab. Sie respektieren ihr Recht auf Vergessenheit. An diesem Ort können sie verschwinden. Ich suchte mir eine Ecke, aus der ich das Kommen und Gehen beobachten konnte, bis ich den Abgrund meines Whiskys fiel. In den Abgrund, Entschuldigung. Die Band nimmt mich jedes Mal wieder gefangen. Erstklassige Musiker. Ihre Musik ist wie eine von der Zeit gedehnte Träne. Langsamer Jazz, ruhig und reserviert. Die Musik ihrer Zeit. Die Musik all jener, die am Wegrand liegen. Jemand hat von einer neuen Sängerin erzählt, die unter Vertrag genommen wurde. Ich denke nicht, dass die Band das nötig hat, aber wir werden sehen. Und ich glaube, die Sängerin wird wohl die gute Seele hier sein, der gute Geist. Delusion or not, I tried not to think about it. Only a madman can think mad things. Okay, ich habe aber immer noch keinen... Ach, hier hinten. In der letzten Ecke ist es denn zu fassen. So, okay, da haben wir zumindest schon mal den Lichtschalter dort. Wir können uns jetzt hier drüben weiter umschauen. Auf jeden Fall erstmal noch ein Streichholz mehr mitnehmen hier. Oh, passend, wo die gerade ausgehen, die anderen. Dann gehen wir mal kurz rüber ins Licht. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir noch nicht untersucht haben in dem Bereich? Ich glaube nicht, ne? Dann lass mal speichern. Zum gleichmäßigen Ticken der Wanduhr. Und weiter geht's. So, Streichhölzer wieder voll, dann schauen wir mal hier drüben rein. William Vespers Tagebuch, Auszug 9. 11. Mai 1928. Es ist schon ein Jahr her, dass Sarah an einer Lungenentzündung starb. Ein paar Monate nachdem Winterstone nach seinem Herzinfarkt invalide wurde. Sie waren meine einzigen Freunde. Heute ist das Haus leer, wie jeden Tag, und man hört nur mein Echo und die Dinge, die ich nicht mehr hören möchte. Ich vermisse Vater so sehr. Ich sehe ihn noch immer, wie er neben mir spielt. Ich sehe, wie er seine Hände auf das Klavier legt und summt, als wenn er Musik spielt. Manchmal will ich gehen, aber dann frage ich mich wieder, was würde das ändern? Die Nacht ist überall. Sie würde mich finden. Zunächst muss ich meinen großen Plan in die Tat umsetzen und dann wieder das Leben lernen. Ich höre Jack Hiltons Wonderful You und erkenne, dass es nie jemanden gab, mit dem ich spielen konnte. Genau das brauche ich. Etwas Gesellschaft. Einen Partner. Die Stadt ist so nah. Ich glaube, ich sollte gehen. Dort gibt es Elektrizität und Licht. Okay, der wurde ja echt heimgesucht von der Bösen, wer auch immer das war. W. Vesper, wahrscheinlich William. Sein Blick war der eines gebrochenen Mannes, einer verlorenen Seele. Es sah kaputt aus und gefährlich. Na toll. Da freuen wir uns doch.
Ein Stück Holz. Ein guter Anfang, wenn ich Feuer machen wollte. Feuer konnte ein Verbündeter sein. Aber ich brauchte Holz. Du hast Holz. Ich brauchte mehr Holz, damit das Feuer richtig loderte. Du brauchst noch mehr Holz? Okay, dann suchen wir mal. Wenn das Streichholz ein Hindernis war, konnte ich es löschen, indem ich mehrfach die Eingabetaste drücke. Das bringt mir aber nichts, weil ich nicht im Dunkeln arbeiten konnte, genau. Kann. Also müssen wir erst den Kamin anwerfen, bevor wir das Ding öffnen können. Eine Speisekarte für das Abendessen schien gut 20 Jahre alt zu sein. Nicht vergessen. Küchenschlüssel. Mein lieber Freund, da der Mangel an Schlaf deinen Verstand ebenso zersetzt wie deine Erinnerung, habe ich mich entschlossen, den Küchenschlüssel in das Buch mit Vaters Lieblingsrezepten zu legen. Es ist in der Bibliothek und wird auch dort bleiben. Du musst also keine zusätzlichen Schlüssel mehr anfertigen lassen. Bitte starte deine Bitte starte deine Bemühungen, indem du diese Notiz nicht verlierst. Dein ergebener Diener, du selbst, William. Er kämpft also gegen sein eigenes Vergessen an, auch mit. Noch mehr Holz. Sehr gut. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Ich weiß es nicht. Wäre aber schön. Ich befürchte, wir brauchen 3. Das sollte reichen. Aber für wie lange? Okay. Wir haben doch endlich ein bisschen Licht. Und jetzt können wir uns der Truhe widmen. Wenn ich mehrfach Leertaste drücke, konnte ich manche Dinge aufbrechen. Machen wir das doch mal. Da musstest du jetzt auch nicht so viel brechen dabei, ne? Okay. Eine Jazzplatte von Selena Smoke. Wir haben drüben schon vor... Selena meine ich. Wir haben drüben schon... In dem ersten Raum, in dem wir im Sessel gefunden haben, was von Selena gelesen. Das wird wohl die Sängerin sein. Die Platte zu berühren fühlte sich warm und angenehm an. Ich spürte den Drang, sie anzuhören. Haben wir hier noch mehr? Selena, Memories. Oh, ein Tagebuch. Oder hat Selena etwa Memories von Cats gesungen? Nee, ich glaube, das gab es damals noch nicht. Selena and... Was? Celine Ann William? Ach, Selena Ann William. Entschuldigung, ich dachte jetzt, das soll ein Name sein. Auszug 2. Im September 34 treffen wir bei einem Konzert im Red Bait auf Jim Erziger, einen Produzenten, dessen Label Two Roads immer bekannter wird. Nach dem Auftritt sagt er mir, dass ich eine großartige Stimme habe und dass mein norwegischer Akzent unserer afroamerikanischen Jazzmusik eine besondere Note verleiht. Das weckt die Aufmerksamkeit von Amateuren und aufmerksamen Zuhörern. Ich muss zugeben, dass es nicht viele norwegische Jazzsänger gibt, aber ich kann nicht glauben, dass er uns engagieren will. Aber genau das will er. Er schlägt uns den Bandnamen Selena and the Frozen Suns vor. Ich soll fürs Singen bezahlt werden. Es sieht alles so einfach aus. Papa hat immer gesagt, dass in Kalifornien alles wachsen kann. Ich komme mir vor wie eine Blume, die sich durch den Schnee nach oben kämpft. Aber meine Eltern freuen sich nicht mit mir. Ich glaube, sie haben Heimweh. Aber ich bin 22. Das Leben ist ein Abenteuer und ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne zum Beispiel keinen Schmerz. Alles ändert sich. Eine Norwegerin ist sie also? Aha. So, wir brauchen trotzdem noch ein Streichholz, um uns hier noch weiter umzusehen. Hast du das jetzt gleich wieder... Du hast das jetzt nicht gleich wieder ausgemacht, oder? Das ist ein Typ, der macht das Streichholz gleich wieder aus. Ich fasse es nicht. Die Tür war natürlich von der anderen Seite blockiert. Okay. Der Lichtschalter wird immer noch nicht gehen, nehme ich an. Dann bewegen wir uns erstmal wieder rüber. Und schauen mal, ob wir die Platte vielleicht zum Laufen kriegen. Diese Musik. Ihre bloße Anwesenheit gab mir etwas Hoffnung. Bye.
let go. But he won't tell now. No, he won't tell now. It was her. That girl from the jazz record. Selena Sandvik. The key she left me was an invitation. Was she trying to help me? Or was I heading towards even more troubles? Ich glaube, sie möchte eher, dass du ihr hilfst. I had to focus. Surviving is a full-time job. Not the kind of job you can afford to lose. Der Schlüssel war eine Einladung. Aber in welche Welt? So, da haben wir zumindest schon mal einen Schlüssel. Ich begebe mich mal kurz hier ins Licht rüber. Nächstes Streichholz. Warum machst du es wieder aus? Ach Mensch, Typ. Liegt das irgendwie daran, dass ich in der Nähe des Kamins bin? Oder warum? Das war jetzt schon das zweite Mal. Okay, die ist immer noch blockiert. Das ist also nicht unsere Tür. Ist es vielleicht für hier? Nein. Es war nicht der richtige Schlüssel. Aber wir haben noch ein paar verschlossene Türen, die wir probieren können. Halt. Lass mich mal ganz kurz noch... Können wir hier eigentlich... Kann ich hier noch nehmen? Kann ich hier noch... Dankeschön. Ich mache aber trotzdem erstmal Licht jetzt. So. Können wir eigentlich direkt durchgehen? Ja. Okay. Hier drüben ist die offene Tür. So, was haben wir denn noch? Halt, was ist denn hier? Ein Stöckelschuh. Vielleicht war seine Besitzerin noch in der Nähe. Das ist sie, aber nicht mehr in fleischlicher Gestalt, glaube ich. Der Schuh einer Frau lag auf dem Boden im Korridor. Ich wollte ihn lieber nicht berühren. Ich spürte eine Art Höllenqual. Okay, wir haben aber noch irgendwas... sympathisch. Das hatten wir schon, okay, aber das hier hatten wir noch nicht, genau. Werde ich verrückt? Ich sah eine surreale Frau, die Türen durchquerte wie eine Rauchwolke. Ihre außerweltliche Schönheit war außergewöhnlich. War das nur meine Einbildung? War sie das Mädchen auf der Straße? Das würde erklären, warum ich keine Leiche gefunden habe. Mensch, du bist ja ein Blitzmerker. Margaret Vesper, geborene Venter Cross. Eine ebenso noble wie kalte Dame. Oh ja, ich glaube auch. Hat sie oben gerade noch was als... Hier sind noch mehr Sachen, die noch nicht... Hier sind noch einige Sachen, die ich noch gar nicht angeschaut habe. Das Mädchen und das Grammophon. Es schien, als würde das Mädchen erscheinen, wenn das Grammophon lief. Doch es reichte nicht aus. Anscheinend brauchte sie mehr. Es fehlte noch ein Stück in dem Puzzle. Eine Verbindung zwischen ihr und dem Gerät. Ich habe eine Truhe gefunden, die nützlich sein könnte. Doch der hölzerne Deckel war sehr schwer. Ich bräuchte eine weitere Lichtquelle, wenn ich beide Hände benutzen will. Und ein Geschenk. Auf der Platte stand, dass das Mädchen Selena Sandvik hieß. Eine Jazzsängerin aus Norwegen. Sie hatte zwei Geschenke für mich. Ihre Stimme, die selbst die Dunkelheit verführen konnte. Und einen Schlüssel. Auch wenn ich nicht wusste, welche Tür er öffnen würde. Eines der Gemälde trug den Namen Margaret Venter, genau wie das Grab draußen. Der Blick dieser Frau war so erhaben wie ein gefrorener See und ebenso kalt. Okay. Margaret und Henry Vesper, zwei Fremde, die so taten, als führten sie eine Ehe. Huch, was aber denn hier Schönes? Vesper Inc. And this is good old Boston, the home of the bean and the card. Oh, das hatten wir schon. Das hat mir vorhin auf Deutsch von Margaret mal vorgelesen, dieses Gedicht. Okay. Ah! Lass mich gehen! Nee, du sollst jetzt nichts anschauen, Junge. Ich konnte nichts mehr machen jetzt. Er war schon in der Animation, sich das anzuschauen. Na super. Ich hoffe, ich kann jetzt noch... Oh, lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Ich will doch nur weg! Das war nicht nett. Oh, da habe ich aus Versehen ein bisschen zu oft die Umschalttaste gedrückt.
Das war jetzt aber gemein. Das war jetzt richtig, richtig fies, muss ich sagen. Ich konnte ja gar nicht mehr weg. Oh, das war richtig mieses Timing. Gut, ich glaube, da muss ich jetzt erstmal wieder nachspielen, bis wir soweit sind, ne? Also, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, bis ich alles angeschaut habe und entdeckt habe, was wir jetzt auch schon hatten. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe jetzt nochmal nachgespielt und den Schlüssel geholt und habe noch zwei Schriftstücke gefunden, die wir, glaube ich, noch nicht hatten. Selina und William, Auszug 1. Liebster William, du wolltest mehr über mich erfahren, aber ich habe dir beim letzten Mal nicht alles gesagt. Dieser Brief wird das nachholen. Als ich 1930 in Kalifornien eintreffe, bin ich erst 18 Jahre alt. Das ist ein wunderbarer Ort. Und das Wetter ist so schön. Ich bin stundenlang am Strand und staune darüber, wie braun meine norwegische Haut werden kann. Die Abende verbringe ich in der Nähe der Jazzclubs. Nachmittags sehe ich Menschen beim Spielen am Strand zu und summe die Melodien, die ich am Abend zuvor gehört habe. Manchmal versuche ich, die Wellen zu übertönen. Das ist eine gute Übung. Mein Englisch wird immer besser durch die amerikanischen Lieder, die ich schon in Oslo kannte. Zu diesem Zeitpunkt ist mir das soziale Elend kaum bewusst, das dein Land auffrisst. Ich bin jung. Ich will schön sein, Menschen in meinem Alter kennenlernen und singen. Im Spice Club in Los Angeles lerne ich die Mitglieder einer Jazzband kennen. Sie sind talentiert und lustig. Wir spielen die ganze Nacht. Ich vergesse die Uhrzeit und meine Eltern. Die rufen sogar die Polizei. Als die Nacht vorbei ist, sagen mir die Musiker, dass sie eine Sängerin suchen und mich in ihrer Band wollen. Ich kann es kaum glauben. Hattest du schon mal das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Es fühlt sich fantastisch an. Okay, haben wir noch ein bisschen mehr über Selina erfahren. Und hier drüben war auch noch was. Ich weiß gar nicht. Ach ja, am Tisch war es, glaube ich, genau. Von William. William Vespers Tagebuch, Auszug 10. 3. Juli 29. Ich beobachte sie schon hinter... Entschuldigung. Ich beobachte sie von hinter meinem Whisky aus. Betrunkene Männer und Frauen, die sich wie Tiere anbrüllen. Sie packen und beißen sich schon auf eine groteske Weise, die sie nur noch mehr aufbringt. Ich bin entsetzt und doch neidisch auf ihre Torheit, alles sofort wieder zu vergessen. Dann sind da noch die Verliebten, flüstern sich was ins Ohr in all dem Chaos, sind davon überzeugt, dass ihre Worte ihren Seelenverwandten erreichen und berühren. Ich träume, gerade er zu sein, von ihren Worten zu kosten. Was würde sie zu mir sagen? Was würde ich antworten? Würde ich ihr sagen, dass ich sie liebe? Vielleicht kriege ich auch kein Wort aus. Vielleicht würde ich sie schlagen. Ich könnte ihr Sohn sein. Ich könnte der Sohn aller Frauen sein. Ich glaube, der Junge hatte ein kleines Problem. Ich glaube, er war einfach ziemlich einsam. Und ich glaube, wir sollten mal probieren, ob der Schlüssel vielleicht hier passt. Das wäre doch eine Idee. Die Kiste war geschlossen, es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. Ja, das war ja der Gedanke, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Schlüssel. Na gut, dann probieren wir es mal drüben. Schön im Licht bleiben, mein Freund. Ich traue mich ja gar nicht, wieder in den Raum reinzugehen. Ich glaube, ich gehe erstmal speichern, nicht, dass ich das nochmal machen muss. Ist vielleicht gar nicht so eine falsche Idee, den Sessel etwas öfter zu benutzen. Denn wir haben gesehen, es kann sehr schnell gehen und sehr gemein enden mit der Dame. Wenn sie uns mal auf dem falschen Fuß erwischt, dann ist es sehr schnell vorbei. Und man hat auch keine Chance, sich zu wehren. Also lieber einmal öfter gespeichert. Es geht ja auch ziemlich schnell eigentlich,